Fragt bloß keine Frau nach ihrem Alter. Bei Anastasia Zamponidis keine Ansage. Denn die Moderatorin wird immer jünger geschätzt. Oft auf über 30, maximal über 40, aber nie auf über 50. Was sie aber ist und damit Surprise auch absolut kein Problem hat. Mein Motto ist auch 50 ist das neue 50. Ich wüsste nicht, warum es das neue 30 oder 40 sein sollte, weil es ist ja gar nicht schlimm. Nö, nur läuft halt nicht jeder mit 53 so faltenfrei durchs Leben. Es sei denn, man heißt Jennifer Lopez oder Jennifer Aniston, die wohl in denselben Jungbrunnen geplumpst sind. Sie setzt dabei auf Natur pur. Ich esse mich jung und glücklich. Ich habe noch nie Botox ausprobiert und irgendwelche Säuren. Wir dürfen uns vor allem nicht diesen Regeln der Altersdiskriminierung unterwerfen, indem wir uns liften lassen oder Gift in unser Gesicht spritzen. So wird es nicht funktionieren. Aber wie bleibt Frau so faltenfrei und kann das jede schaffen? Uns verrät die Halbgriechin in ihrer Wahlheimat Berlin ihre Anti-Aging-Secrets. Eine gute Nachricht zuerst. Nach jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen sind gute Gene zwar wichtig, aber nicht so entscheidend für den Alterungsprozess. Wir haben jahrzehntelang von der Wissenschaft gesagt bekommen, 70% machen die Gene aus. Und nur der Rest liegt in unserer Hand. Seit 3 oder 4 Jahren ist es genau andersrum. 70% macht unser Lifestyle aus. Und ich finde, wenn wir das in unserer Hand haben, warum sollten wir das nicht machen? Warum sollten wir uns einem Schicksal ergeben, das es gar nicht gibt? Eigentlich geil, aber selbst bestimmen, wie jung wir aussehen, kostet auch Arbeit und Disziplin. Anastasias Anti-Aging-Trip beginnt vor 16 Jahren, als sie beschließt, zuckerfrei zu leben. Denn inzwischen wohl bekannt, Industriezucker macht nicht nur dick, sondern auch alt. Höchstens 25 Gramm empfiehlt die WHO pro Person am Tag. Der Durchschnittsdeutsche konsumiert aber das Vierfache. Anastasia eben gar keinen, was wirkt wie ein Facelift. Mir ist im ersten Jahr aufgefallen, dass meine Lachfalten, die ich damals mit Ende 30 schon hatte, erstmal weggegangen sind. Es ist so, als ob jemand einen Filter, so einen Instagram-Filter auf meinen Spiegel gelegt hätte. Es ist tatsächlich so, dass das Zuckermolekül mit dem Eiweiß in unserem Körper eine Verbindung eingeht, dass das Kollagen von innen verklebt wird. Kollagen ist diese Schicht, die unsere Haut prall und strahlend aussehen lässt. Ihr süßer Superstar ist die Dattel. Damit süßt sie alles. Ihr absolutes Superfood. Weil sich Zucker aber in nahezu allen Fertiglebensmitteln versteckt, muss sie fast alles selber kochen. Hier gilt für sie saisonale und regionale Produkte, weil gut für die Umwelt und Körper. Ihre No-Gos. Im Zuge meiner Recherche habe ich tatsächlich herausgefunden, dass es sehr viele Nahrungsmittel gibt, die auch alt machen. Fastfood, Fertigprodukte, rotes Fleisch und Kuhmilchprodukte. Es sind auch die gesättigten Fettsäuren in Fertigprodukten oder Fastfood. Die sollen besonders gerne die freien Radikale so anlocken. Und diese freien Radikale machen unsere Zellen alt. Deswegen müssen wir halt fleißig Obst und Gemüse dagegen essen. Oder trinken. Die 53-Jährige schwört auf ihren Beauty-Shake. Dafür Beeren, Proteinpulver, Kokosmehl und Mandelmilch vermixen. Mit Salz und Zimtwürzen genießen. Aber lieber ohne Strohhalm, der ist nicht nur umweltfeindlich, sondern wer zu oft für die Strohhalmschnute das Gesicht verzieht, bekommt laut Anastasia schneller Falten über der Oberlippe. Verjüngungs-Must-Haves in der Küche sind dagegen Kräuter, frisch oder getrocknet, ist völlig egal. Außerdem Gemüse, vor allem grün. Je dunkler, umso besser. Und natürlich die Beeren. Superfood per se und vor allem aus unserer Region. Besser geht's gar nicht. Auch das nächste Anti-Aging-Tool ist kein unbekanntes: Bewegung. Aber auch hier gibt's News. Super anstrengendes Auspowern ist gar nicht nötig. Zu viel Sport lässt uns nämlich sogar alt aussehen. Denn es reicht, sich zu bewegen. Und das kann wirklich jeder. Und das Tempo ist auch nicht so wichtig. Es reicht schon, diese 10.000 Schritte. Ich mache so um die 15 täglich. Und damit bin ich laut Wissenschaftler ein Steinzeitmensch. Denn wir sind genetisch so angelegt, dass wir zwischen 15 und 30.000 Schritte am Tag gehen wollen, sollten, können. Wer zwischen 1.500 und 3.500 Kalorien pro Woche durch Sport verbrennt, hat in Sachen Anti-Aging die Nase vorn. Das wären 3 Stunden Radeln, 4,5 spazieren gehen oder 2,5 joggen. Die Körperteile, die das wahre Alter immer verraten, sind die Hände. Da können selbst Verjüngungsextreme wie Madonna nichts ändern und irgendwann nur noch mit Handschuhen das Haus verlassen. Zum Vorbeugen setzt Anastasia auf ihre selbstgemixte Handcreme aus Naturprodukten, die im Winter auch als Ganzkörperbalsam zum Einsatz kommt. Die Kombination von pflanzlicher Butter und Ölen, was will die Haut mehr? Am besten immer Bio,
weil wir wollen ja kein Gift auf unsere Haut, ja, keine Pestizide. Und dann kann man das auch mal in den Kühlschrank stellen, man kann das auch mehrere Tage stehen lassen, es wird auch immer fester. Weitere Anti-Aging-Tipps gibt die 53-Jährige in ihrem Buch Für immer jung. Aber einen finalen Appell hat sie noch. Schlafen ist wichtiger als alles andere. Und dann regulieren sich nämlich alle Hormone am nächsten Tag. Schlaft, Leute. Schlaft! Na, das lässt sich für viele doch relativ leicht umsetzen. Gerade jetzt in der kalten, kuscheligen Jahreszeit.